Cheerio, meine Überlebenden. Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich habe mir gerade zwei Freunde hier angelacht, die nicht so gut auf mich zu sprechen sind, leider. Hau ab. Und ich mache jetzt gerade einen hier auf Blutkatze, denn ich benutze Pfeil und Bogen. Blutkatze! Ich habe keine Pfeile mehr. Eieieiei. Lass uns doch drüber reden. Mit einem Pfeil in dein Gesicht. Ach, was ist das denn hier, mein Hammer jetzt? Hier, Penner. Gib mir meine Pfeile wieder. So. Ein. So. Mal ein Grillrock. Hallo. Und ich habe. Wo ist der andere? Ach, hier. Und ein Topf haben wir. Hallo? Wollen wir denn das Triebwasser? Das Problem ist, dass die Wände hier vom Zelt megamäßig schnell puff gehen. Was? Ja, halt sehr schnell kaputt sind, ne? Ein altes Schämpf-Sandwich. 100%. Ja, toll. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn mit dem Scheiß? Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht. Oh, Mine. Angelblei. Okay. Kann ich da drauf schießen auch? Oh, das ist doch scheiße. Das ist voll der Betrug. Und da ist auch eine Mine, ey. Leck mich doch im Arsch. Komm, Zombie, lauf da rauf. Bam! Als ob er das wirklich gemacht hat. Er ist da drauf gelaufen. Als ob. Was für ein Scheißlacker du bist. Ich mach jetzt gekochtes Ei. Problem ist, ich finde immer noch nichts zu essen, ey. Weißt du, allen möglichen Scheiß finde ich. Aber Essen ist so ein Ding der Unwahrscheinlichkeit gerade. Ist hier noch irgendwo was? Nein. Hier auch nicht. Auch nicht. Ach, das ist doch scheiße. Das ist schon so ein riesen Militärcamp hier und dann ist hier Mist und nichts drin. Komischerweise ist, ich verdiere kein Leben die ganze Zeit. Obwohl ich die ganze Zeit schon habe. So, ich gehe jetzt mal in Richtung nach Hause. Hast du ein rot blinkendes Hungerkeul-Dingens? Nö. Dann hast du nicht genug Hunger. Ja, ich muss leiden, du hast so wenig Hunger. Ich sollte sowieso langsam mal nach Hause kommen, wenn es abends wird. Hier sind aber noch ein paar Häuser, wo wir auch mal reingehen könnten. Ich mach mal hier so einen Wegpunkt rein. So. Dann wissen wir, dass wir da lang gehen können. Beziehungsweise, dass wir da noch was suchen. Hast du schon was gekocht? Ich hab Hunger. Ich kann dir was kochen. Ja, ich komme jetzt nach Hause. Wie was essen? Hast du noch Fleisch? Wie viel Fleisch hast du? Alles, was habe ich in eine Kiste gepackt. Alles, was du hattest? Ja. Waren 15 Stück, soweit ich das weiß. Das ist natürlich ungünstig, weil. Guck doch mal rein. Ich habe hier nur zwei und ich kann leider kein. Nichts damit machen, so. Ich kann dir zweimal gekochtes Ei kochen, das ist aber. Kannst du nicht in die Kiste das rausholen? Doch, aber da sind nur zwei Stück drin. Toll. Weil ich vorhin was gekocht hatte, weil wir so einen hatten. Das hat mir doch das Zeug schon gegeben.
Ach Leute, ich will doch nur nach Hause. Was soll denn das hier? Ernsthaft. Ich hab dir jetzt einfach mal zwei Eier gekauft. Man sieht immer, wo wir schon voll herbeigekommen sind. Das ist immer toll. Alter, erschreck mich doch nicht so. Bist du ein Zombie oder was, ein Hund? Nee, Zombie. Ja, dann komm noch her. Mein Gott, Walter, ey. Lass das. Ich hab ein bisschen Teig gemacht, ne? Nee, 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 ihr blöden Vögel braucht doch noch gar nicht rauskommen hier. Ihr Nachtigallen oder so. Ich will erst nach Hause. Ja, ich kann mein Haus sehen. Ich weiß bloß nicht, wo wir jetzt das Wasser herkriegen. Ja, das ist auch nochmal so eine Sache. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen auch mehr unsere nähere Umgebung hier abchecken. Zum Beispiel, wenn wir weiter nach Norden gehen. Waren wir, glaube ich, noch nicht. Da ist, glaube ich, auch irgendwo noch ein Haus. So. Aua. Im Feuer sind deine zwei gekochten Eier. Hi. Hi. Ich bin zu Hause. Hä? Da sind deine gekochten Eier drin. Das reicht immer noch nicht, ey. Das ist so ein Affenscheiß. So, aber wir haben das, die Nägel, der Klebeband, der Leder. Adam, da ist ein Hund. Wo? Da. Da. Ja, Essen. Hier, lass mich erstmal meine Pfeile wieder nehmen, danke. Oh, ich glaube, das Fleisch sollten wir nicht kochen. Ich weiß halt nicht, was passiert. Warte mal, du hattest doch gesagt, wenn man hier. Da ist ein Stein. Und wir haben ja draußen gerade das am Rumlaufen. Ja, ich habe die lehmige Erde aufgesammelt hier. Aber wie macht man jetzt das lehmige Erde Clay? Wir Alter. Haben etwas hier draußen rumlaufen, Alter, was ist denn da? Himmelarsch und Zwirn, dicke fette Party. Ich hab doch die nötigen Rohstoffe. Als dass sein Ehren ein Leder fehlt. Das ist doch ein Scherz. Ein Leder fehlt für. Ich hab schon wieder Hunger. Ich hab Durst. Oh, mein Essen ist, mein Hunger ist langsam weg. Was ist denn das da hinten? Na toll.
Ist hier was unter? Sieht ja wohl voll verdächtig aus, ey. Nö. Alles klar. Bist du wirklich zu dem Haus dahin? Jetzt gehen wir 1,5 Stunden nur noch. Okay, dann nicht. Ich sammle noch ein paar Rohstoffe. Ach, zur Not sterbe ich daheim und spawnt daheim wieder, also von daher. Wenn wir Glück haben, haben wir sowieso gleich wieder so eine Nacht wie letzte Nacht. Wollt Party haben! Get the party started on a Saturday night. So. Und tschüss. So. Mal ein paar Sachen hier reinpacken, ey. Es fehlt ein verdammt. Hier sind auch noch 2 Wildbret. Warum hast du die gebraten? Weil man davon 5 braucht für eine. Alter, es fehlt ein verficktes Leder, ne? Eins. Dann hätten wir die Schmiede. Den Blasebalg, meine ich. Warum auch 20 Leder für einen Blasebalg, ey? Kein Plan. Ich dekoriere gerade unser Haus. Jo, mach das mal. So. So, was haben wir noch hier? Die Patronen kann ich hier mit reinpacken. Denk dran, nicht den Ofen anzumachen über Nacht. So. Nicht, dass das gleiche passiert wie beim letzten Mal. Party! So. Patronen. Hat du nicht Patronenhülsen auch schon gehabt? Wollte ich sagen. Benzin. Pfeilspitzen aus Stahl. Stoff bis zum geht nicht mehr. Ah, geschmiedetes Eisen haben wir jetzt auch, ne? 18 leere Krüge. Ah, du hast auch so ein vergammeltes Sandwich mitgenommen. Ja, für irgendwas kann man das benutzen. Schießpulver. Bruchsand. Cash. Money. Glasscheibe. Säure. Kaffeebohnen. So. Hast du mal Feuer? Nein. The fuck? Oh mein, ich stech dich ab. Mit meinem Candy Messer hier. Ich sehe kaum was. Was macht denn mehr Schaden? Power Attack Damage 32 und die A10 16. Also das Messer macht im Grunde mehr Schaden.
Wir müssten noch einen neuen Händler finden, das wäre was. Wieso? Weil wir 500 Jetons noch haben. Wieso nicht beim alten Händler? Weil der ja keine neue Ware hat. Das ist ja das Problem, der hat keine neue Ware. Ey, ein Leder, das ist so... Boah. Das ist schon traurig. Gesundheit. Gesundheit. Bing. Bing. So, bauen wir gerade mal ein paar Pfeile hier. Stockfinster draußen. Ist aber auch schon mal aufgefallen, dass die Lichter hinten beim dem Turm da gegenüber noch an sind. Was? Ach, wir haben gegenüber vom Haus so einen Turm mit Lichtern. Und die sind noch an. Springst du jetzt nach unten? Oh nein. Oh, ich brauche eine Fackel. Oh, jetzt ein Yucca Juice Smoothie. Hä? Das kann man hier machen. Ein Yucca Juice Smoothie. Smoothie. Was machst du da unten eigentlich? Ausbauen. Die können ja nur zerstören, was auf Augenhöhe ist, oder nicht? Ja. Hi. Der Gegenstand muss repariert werden. Warte mal. Bis auf halt da, wo die Leiter ist. Und du sagtest, sie können keine Leitern hoch. Nee. Ist eigentlich alles aus untergraben. Bäh. Sehr schön. Im Grunde müssten sie alle noch so. Ja. Hallo Welt. Ja, okay, ich geh wieder. Rein theoretisch brauchen wir die Tür jetzt gar nicht mehr. Ah. Hi. Ich stech dich ab. Ich guck mal, was man noch so zerstört. Oh, hier ist noch was. Hehehehe.
ist im Vordach. Hallo. Ist aber ruhig hier draußen. Ich glaube, wir haben die Gruppe, die wir vorhin gekillt haben. Das war vielleicht eine ganz gute Idee, die zu killen. Weil jetzt haben wir hier draußen echt Ruhe. Soll ich mal schießen? Soll ich mal schießen? Eine Schrotflinte. Ich wage zu bezweifeln, dass das irgendwas anlockt. Naja, es kracht, ne? LOL. Ich bin oben auf dem Haus. Ja, versuche ich gerade einen der Durchgänge hier zu machen. Hier ist nichts draußen. Sehe auch nichts rumwandeln oder so. Na dann immerhin. Na, wenn wir jetzt so einen Notfall, Notdings, so einen Notausstieg, falls mal unser Haus wieder überrannt wird. Na, ich habe halt immer noch Durst, ne? Wie sonst was. Ich habe halt Hunger. Am liebsten würde ich mich einfach umbringen lassen, hier wieder auf Spawn. Problem gelöst. Aber ich kann mal meine Skillpunkte vergeben. Das ist eine gute Sache. Ich habe 9 Skillpunkte noch. Survival Perks. Oh, reduce food and water loss by 10%. Hol ich mir. Ich muss mein Fortitude erhöhen erstmal, alles klar. Alive and Kicking habe ich bekommen. Jetzt habe ich Reduzierung bei 30%. Essen und Trinken. Hast du das gebaut? Nö, das ist der Schornstein. Wo ist denn das Loch, was du gebaut hast? Hier drüben. Wie macht man Fackeln? Weiß nicht. Ich würde aber sagen, wir beenden die Folge mal für heute. So jetzt nur Nacht. Ja, Freunde, ja. Wäre super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt auch an den roten Knopf der Überlebenden, schaut bei der Blutkatze auch vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Tschüss!